se fera yo blessé. Se blessé blessé mon pauvre Samuel. Adewale. Dein Ehrgeiz lässt mich noch zögern. Doch ich versprach Augustin meine Hilfe. Was ist das? Ein gefälschtes Manifest. So sagte man mir. Von einem deiner berühmten Rekruten. Joachim François. Henri Marchand. Fortuné Jean. Gut. Ihr werdet der Expedition dienlich sein. Louis Godin wird den Hafenmeister treffen, um die übrigen Belange deiner Expeditionsreise zu klären. Das ist deine Gelegenheit, um das Manifest zu tauschen. Auf dein Zeichen werden wir an Bord gehen. Danke. Und auch dir, Bastien. Alles für die Maroons von Saint-Thomas. Ach so, ich wollte gerade sagen, bei den Sklaven, ja. Ihr wisst, wie oft das vorkommt. Warte kurz, halt. Zurück mit dir, du! Also, willst du mich verarschen? An den Grenzen von Saint-Domingue wurden Piraten gesichtet. Hey, what the fuck, Mann? Warum muss ich ständig eigentlich bei der Aufnahme meine Nase jucken? Das ist ja furchtbar. Sam, war der nicht gerade um die Ecke hier? Sie wurden entdeckt. Ach nee, mach Sachen. Mann, fuck. Vielleicht sollte man einfach mal den scheiß Bart schneiden, damit er nicht so auf den Sack geht. So, ich kümmere mich jetzt aber nicht um die Nebenmission. Wir machen mal ganz gechillt. Weil ich darf ja nicht entdeckt. Ja, nicht so gechillt. Ich wollte sagen, ich darf ja nicht entdeckt werden. Okay, da hinten ist er. Ja, weiß ich. Ja, toll, verfolgen. Aber da brauche ich doch Leute. Alles im Namen der Wissenschaft. Aber die bewegen sich ja. Versteht sich. Natürlich. Ja, ist klar, dass er darüber gehen muss. Nein, hör auf. Ja, ich weiß. Mach den Scheiß. Hä, warum ist er jetzt da lang gelaufen? Hä, warum zu. Was geht denn der für Wege? Das wird doch nicht gut ausgehen, das wisst ihr jetzt schon. Ich würde ja am liebsten über die Dächer gehen, aber da gehen mir wieder andere Leute auf den Sack. Nein, hier geht's noch, hier kann ich mich wenigstens hinhocken. Geh weiter, Mann. Händlern wird geraten, zeitweilig Unterschlupf in unseren Gasthöfen. Ich würde sagen, nicht zu hektisch. Okay, ich meine, noch läuft's, aber ich hoffe, der ist langsamer da, wo er hin will. Ich meine, da ist doch langsamer Feierabend, oder nicht? Vorbereitungen kommen gut voran. Jedenfalls sieht alles sehr geschäftig. In der Tat. Wie ihr sehen könnt, arbeiten meine Männer rund um die Uhr, um alles vorzubereiten. Euch erwartet ein feines Schiff. Es erfüllt alle Anforderungen eurer Wissenschaft und der andere Mann. Macht euch keine Sorgen, lieber Mann. Wir kümmern uns um alles. Nur die Sache mit den Sklaven ist noch ungeklärt. Habt ihr die Namen? Es war so klar. Theoretisch mit Schlafpfeilen arbeiten? Muss ich den jetzt wieder von vorne an verfolgen? Wie ihr sehen könnt, arbeiten meine Männer rund um die Uhr, um alles vorzubereiten.
Gott sei Dank nicht. Ein feines Schiff. Es erfüllt alle Anforderungen eurer Wissenschaft und der anderen Aktivitäten. Macht euch keine Sorgen, Herr Mann. Wir kümmern uns um alles. Nur die Sache mit den Sklaven ist noch ungeklärt. Habt ihr die Namen für das Manifest? Ja. Ich muss mit Sicherheit aufs Schiff. Dann kommt. Wir wollten nun bestimmt alles inspizieren. Genau so ist es. Eine ernsthafte Bedrohung da. Händlern wird geraten, zeitweilig Unterschlupf in unserem Gasthof zu suchen. Und auch Reisende sollten verweilen, bis die Gefahr beseitigt wurde. Bitte. Ich werde es mal schnell machen, der soll sich bloß nochmal umdrehen. Der wandert. Hör auf, wenn man in die Richtung zu gucken, du Arschloch. Langweiliger Segel. Nein. Hä, hab ich's jetzt? Na, nur. Ich möchte euch nicht mit den Details. Ich bin anonym. Ich bin noch nicht aus der Zone raus. Es ist ja Zone raus, oder? Ihn muss ich weg. In letzter Zeit haben wir mehrere Mitglieder der Stadtwache verloren. Zwei wurden ermordet. Na toll, ich wollte gerade sagen, eigentlich kann ich ja einfach bloß hier raus, ne? Wenn du fertig bist. Na jetzt. Ich wollte gerade sagen, jetzt brauchst du damit auch nicht anfangen. Ich probier mal. Warte mal, das ist doch eigentlich die Bude? Oder ist das die Bude? Wo ich das letzte Mal irgendwie oben verschwunden bin? Theoretisch. Oh nein! Gut, war sie vielleicht doch nicht. Ja, anonym werden. Natürlich. Kann ich nicht eigentlich einfach hier warten? Ich meine, die kommen doch sowieso nicht hoch. Sollte doch passen, theoretisch. Schwarze Flagge. Man wird sie massakrieren. Öffnen und trimmen! Natürlich. Nochmal richtig ordentlich hin drauf, aber wir haben wir ja schon fette Schiffe. Franzosen oder nicht, die Forscher müssen ihr Ziel erreichen. Wir brauchen deren geheime Kenntnisse. Dieses Wissen ist wichtiger als jede Fracht. Aye, Captain. Aber erstmal Fracht aufsammeln. Es ist den Kampf wert. Mit etwas Geschick und günstigem Wind wird es schnell gehen. Boah. Wollt ihr mich verarschen? Segel öffnen! Der Föhn! Feuer! Ich muss das jetzt mal alles wegkriegen hier. Feuer! Hey, sag mal. So, ein Stürmungsreisegeschwindigkeit. Wann? Warte mal. Es geht los! Bleib standhaft! Ja, wo erstmal. Oh, tschüss, tschüss. Gegner für uns, Captain, aus dem Höllenschlund. Okay, die sind weg. Kann ich mal ein bisschen langsamer wegen Drehen und so? So. Aber das war ja bloß. Feuer! Zwei, also. Von Anfang an. Ach so, wollte das gerade. Feuer! Das ist ihr Schwachpunkt. Ja! Nimm sie doch. Lol, fast versenkt. Bereit zu schießen, Captain. Ja, warte. Feuer! Die Expedition im Schaden. Ja, na, was soll ich da machen, Mann? Ich weiß ja nicht, wer von denen. Wie gut ich treffen kann. Ein guter Treffer kann reichen. Salzwasser. Wollte sagen, ich sehe gar nichts. Geladen! Feuer! Dort ist die Verwundbarkeit! Konter auf den Grund! Lol.
Hä? Warte mal, welches darf ich denn jetzt hier angreifen? So, das. Feuer! Jagd ein! Feuer! Hinein! Bereit zu feuern, Cap! Feuer! Das ist ihr Schwachpunkt! Doch, Feuer! Besonders lustig, ich hab die ja noch nicht mal getroffen und mir wird ja angezeigt. Du setzt uns auf Grund, Adewale! Wie? Alle außer Großbergen! Feuer! 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 Oh! Feuer! Ich kann sagen, du Sau. Feuer! Geladen! Feuer! Ja, da ein paar Kugeln hinein! Und noch einmal und tschüss, mein Freund. Okay, das war echt einfach. Auf den Grund! Das war echt einfach. Jo, das war echt einfach. Cool. Pass vor, Captain! Greif gut in sich, Captain! Ja. Siehst du es vor dir, Augustin? Wenn du segeln kannst und unsere Rekruten zurückkehren mit all dem Wissen, kommst du in jedes Land und kannst dort Leute gewinnen. Das ist eine große Versuchung. Aha. Doch mein Kampf ist in Port-au-Prince, Adewale. Ich verliere mich sonst. Dann bau eine Marine auf. Missverstehe nicht meine Dankbarkeit, Adewale. Dieses Schiff ist ein großer See. Warte kurz, bevor der weiterquatscht, sind wir überhaupt da? Also, wo muss ich denn hin? Okay. Dein seemännisches Fach ich muss hier noch rum. Eine Wohltat für unsere Sache. Aber die Maroon wollen kein großes Reich. Nur unser eigenes, unabhängiges Territorium. Na, habt ihr doch. Also gut, Augustin. So, dann merkt ihr eins. Du wirst eine Marine führen können. Ob ein Schiff oder viele. Wenn unser Werk vollbracht ist. Na ja, gut, wenn ihr das so seht. Ah, jetzt darf ich auch wieder reisen. Gut. Uns wurde so quasi, ich will nicht sagen aufgezwungen, aber naja. Uns nahegelegt, das doch uns mal anzuhören. Ich glaube, ich könnte jetzt auch eine Schnellreise wieder bis dahin machen, aber ich glaube, so weit weg war es jetzt auch nicht gewesen, ne? Wäre natürlich mal... Okay, da das ist zu weit weg. An sich vielleicht noch interessant, ob wir das Schiff nochmal aufmotzen können. Aber... Gefühlsmäßig ist es so, ja, müssen eigentlich... Ja. Bin mir aber nicht sicher. Oder ist das doch noch weit weg? Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen faul. Außerdem habe ich ja sowieso immer noch so dieses dämliche Gefühl im Hinterkopf, ne, auch wenn ich sehe bei meinem Bildschirm. Ich da wieder reinspringe, dann bin ich ja wieder beim Dings, ne? Warte mal. Warum? Warum? Ich drück doch bloß Kreis, damit du runtergehst, Mann. Du sollst dich synchronisieren. Geh jetzt runter hier. Ja? Runter! Nicht hoch. Mann, Alter, was ist daran so schwer? So, jetzt aber. Was wollte ich sagen? Vergessen. Achso, ja, ich habe immer noch die Befürchtung, dass die Verarbeitung sowieso für den Arsch ist und ja. Gut, wir gucken erstmal. Ab rein da und dann Dings quatschen. Jo. Auf den Grund damit. Schrei nach Freiheit. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist die letzte Mission. Ade. Augustin hat vor, ein weiteres Sklavenschiff abzufangen. Ich bitte euch, davon abzusehen. Sonderbefehl? Deines Gelegenheitsvertrauten, dem Gouverneur? Nein, es ist wie befürchtet. Ihr habt so viele Sklaven befreit und die Franzosen sind nun nervös. Die Franzosen haben sich ihre Angst verdient. So einfach ist das nicht. Die Gesetze sind strikt. Die Strafen härter und häufiger als sonst. Ihr helft denen, die ihr befreit, aber auf Kosten der anderen. Ein kleiner Preis für Unabhängigkeit. Je früher Augustins Revolution kommt, desto eher werden alle Sklaven frei und in Frieden leben. Gouverneur de Fayet droht mit Vergeltung. Dann steckt er doch dahinter. Nein, Adewale. Kein weiteres Wort. Ich will's nicht hören.
In deiner Zeit als Pirat bist du vielen Sklavenschiffen begegnet? Mehr als genug. Ja. Aber als ich mit Kenway segelte, ging es nur um Beute. Beute oder Hinweise auf noch mehr Beute. Aber gab es nie den Wunsch, einzuschreiten? Ein weiser Quartiermeister behält seine Wünsche für sich. Will er auch weiterhin Quartiermeister? Ja, warte, weil das ja jetzt gerade... Ne, geht nicht hier. Ich will bloß mal gucken, ob wir das überhaupt irgendwie machen könnten. Oder nicht. Das ist ja... Okay, dafür brauchen wir 300. Wie viel haben wir denn eigentlich auf Tasche? 3000. Können wir gar nicht machen. Gut, brauche ich mich darum gar nicht kümmern. Ja, der Gedanke kam mir durchaus. Als die Assassinen mir die Möglichkeit boten, ernstere Ziele zu verfolgen, ließ ich das Rauben hinter mir. Und die Sklavenschiffe auch? Nein, denn ich bin ein Assassine und ich fand sie wieder. Ich würde meine Piratenjahre gegen nichts eintauschen. Dir gefiel doch die Freiheit. Es härtete mich ab für das, was wir heute tun. Und wenn ich fertig bin, wirst auch du den Piraten für deine Ausbildung danken. Ja, Captain. Jo, nein, ich wollte da jetzt nicht extra warten, bis sie das Gespräch beendet haben, um dann bloß festzustellen, okay, ich kann da vielleicht gar nicht rein oder ich kann da überhaupt nichts machen. Deswegen hätte man sich vielleicht ein bisschen drum kümmern müssen, aber so. Es heißt nicht umsonst Schrei nach Freiheit. Ne? Deswegen, ich schätze mal, wir müssen die Vergeltung vereiteln und dementsprechend sollten dann unsere Maroons... stark genug sein. Feuer! Welches ist denn das Sklavenschiff? Bereit zu schießen, Captain! Oh, habe ich das Sklavenschiff angegriffen? Feuer! Nein, ah, scheiße. Vorsicht! Ihre Kanonen! Bleib aus dem Feuer! 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 Da kommt die Feuer! Feuer! Einmal, das müssen wir einkriegen. Das ist ihre Schwachstelle, Captain. Feuer! Okay, diesmal ist es richtig versenkt. Diesmal ist es richtig versenkt. Dort, Captain! Ein guter Treffer kann reichen! Feuer! Ja, da ein paar Kugeln hinein! Feuer! Das ist ihre Schwachstelle, Captain! Oh, ja, läuft. Dort, Captain! Ein guter Treffer kann reichen! Oh, war's das schon? Nein! Die wollen es versenken! Wenn wir jetzt nichts tun, Captain. Hey, sag mal, willst du mich verarschen? Feuer! Mehr Segelmänner! Alle Segel! Bewegung! Auf Gefechtsposition! Bereit zu feuern! Feuer! Treff die Top- das und Handsegel! Du versenkst uns! Ich versenke dich, keine Sorge. Feuer! Die Schwachstelle ist ungeschützt! Schieß, Captain Pastatin! Jo, schön ins Nichts. Toll. So, jetzt. Feuer! Da, Captain! Nur ein Ding, der das Captain, ich fürchte, wenn wir jetzt nicht schnell etwas tun, ist es bald zu spät. Dann gib mir doch keine Cutscene und. Fahrs und Topsegel bergen! Feuer! So. Die werden in eurem Blut baden! Ach, egal. Da sind noch welche drin? Hallo? Er geht nicht. Ja, entern. Ich wollte gerade sagen, lass doch mal los hier. Sind da überhaupt noch welche? Okay, Gut, ich geh mal hier vorne rüber. Ich geh nach unten. Stopp das Feuer und bereite die Experto-Krede für die Überlebenden vor. Was soll die Sklave? Ja, die Sklave befreien, aber. Ach so. Hä? Na toll! Hab ich falsch gemacht, ne? So. Hä? Was will denn das Spiel von mir, Alter? Warte mal. E mal X. Ach lol, weil ich gleich nochmal. Los jetzt! Weil, ganz ehrlich, so wie das aussah, hätte ich gedacht, dass ich schnell drücken muss. So wie jetzt zum Beispiel.
das ist komisch. Das ist dann so, die Sklave befreien. Wo sind denn hier noch welche? Vielleicht nicht davon ausgehen, dass ich gleich Viereck drücken muss. Los! Ja, kann die Kamera sich auch mal wieder drehen? Dankeschön. Ich wollte nämlich fast sagen, es werden bestimmt nicht alle schaffen. Aber das Gute ist, unser guter Adi, ja, Adebar, ich habe immer Adebale genannt, Mann. Hat ja genug Zuck drauf, ne? Beziehungsweise gute, hat eine gute Lunge. Gut. Sagen, warum? Hä? Anscheinend können wir uns ja Zeit lassen. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, aber gerade bei sowas würde ich doch davon ausgehen, dass es wesentlich schneller irgendwie. Ich will jetzt hier nicht rummeckern. An sich macht es ja wieder mal Spaß. Aber. Wie wir einfach bloß noch würden bei unseren naja, halbtoten Freunden uns irgendwie hochhangen. Das wäre richtig alt. Gouverneur de Fayet. Ich dachte, ich verstehe seine Gleichgültigkeit. Aber diese Herzlosigkeit habe ich wirklich niemals erwartet. Du wolltest mich warnen. Wir sind alle schuldig. Der Gouverneur zahlt mit seinem Leben. Mein Credo verlangt das von mir. Je lave me. Je rate. Rache ist ein schwacher Trost. Wenn de Fayet tot ist, nimmt ein anderer Tyrann seinen Platz ein. Sein Tod muss allen Kämpfern Hoffnung sein. Sie dürfen das Ziel der Unabhängigkeit nicht aufgeben. Und was ist mit den Toten hier? Sie kannten das Leben kaum. Wir werden um sie trauern. Vieren, Fahrt aufnehmen! Feuer! Okay, ich hätte es fast gedacht, es wäre Ende. Ja, aber ich muss sagen, kann ich hier hin? Jo, Schnellreise. Muss sagen, da fand ich seinen Punkt aber eigentlich besser, von wegen Rache ist ein schwacher Trost und das kommt sowieso in der nächste, ja. Aber halt, naja, das Credo, keine Ahnung, es soll ja halt Mut für, auf mehr machen und so, aber ja, ist halt immer so also eine Rachegeschichte, es ist halt ein. Aber ich schätze mal, wir werden das tun, was wir tun müssen, ne?
Es ist an der Zeit. Der Gouverneur wird selbstgefällig, seine Wachen faul. Sie haben ihre Schreckensherrschaft bereits vergessen. Das werde ich ändern. Sobald du Defayer erledigt hast, bist du hier nicht länger sicher. Und auch die Maroon nicht, sollte ich bleiben. Es macht mich traurig, dich gehen zu lassen. Wir sehen uns wieder und feiern die Unabhängigkeit der Maroon. Du kennst das Grundstück der Gouverneursvilla gut. Wenn der Moment kommt, lass dich nicht erwischen. Ja, auf zum letzten Gefecht und dreimal darfst du raten, was wieder passiert ist. Ich habe das im Schnitt gesehen, aber Gott sei Dank war es bloß, naja, jetzt so die letzte Mission, die geht auch nicht wirklich lange, deswegen habe ich mich dazu entschieden, das, was ich wahrscheinlich da ankündigen werde, nicht zu machen. Zumindest in den Credits. Ich werde das auch soweit drinnen lassen. Es fehlt hier halt bloß ein kleines Stück und ich weiß nicht, was das soll. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie gefixt, aber weil halt so mehr oder weniger das Wichtigste irgendwo fehlt, wollte ich so doch nochmal aufnehmen. Außerdem, naja, die Credits laufen ja dann eh nicht durch oder so. Und wenn das da passieren sollte, ist das nicht allzu schlimm, sage ich mal. Denn jetzt habe ich ja gar keine Berserker-Pfeile hier mehr. Na toll. Dann ist das nicht allzu schlimm. Weil ich weiß, die Credits guckt sich sowieso keiner an. Ich lasse sie halt trotzdem, ne, durchlaufen. Weil, weiß nicht, gehört sich so. ja. Ist halt, ja. Nein, gib ihm nicht auf den Sack. Warte mal, ich werde gleich mal hier reingehen. Verpiss dich, ich habe für dich keine Zeit, Mann. Wo verstecken Sie das Geisterschiff? Geisterschiff? Ich werde dir gar nichts verraten. Ich finde und töte jeden einzelnen von euch persönlich, bis ich eine Antwort habe. Wo ist das Versteck der Maroon? Ja. Frage ist bloß, kriege ich das jetzt so hin, wie ich es denke, dass ich es hinkriege. Weil ich kann die ja bloß zum Einschlafen bringen, das ist ja das Blöde. Kriegen die das nicht mit? Wenn die neben dem irgendwie einpennen? Jetzt habe ich nichts mehr. Was ist der? Wo bin ich? Nein, warte. Komm. Oh, nicht schon wieder diese Scheiße. Deswegen mit Berserker-Pfeilen arbeiten, komm. Schnappen dir. So, und jetzt drauf da. Nein, wirst du wohl für... Och Mann, Spiel. Junge, ich habe für die Scheiße keine Zeit. Und wetten, der entkommt jetzt wieder. Deswegen wollte ich immer gerne mit Berserker feilen. Verpisst euch. Arbeiten. Das habe ich beim ersten Mal nämlich schon ein bisschen verkackt. Mann, hör auf mich wegzutackeln, du Arschloch. Ich habe keine Zeit für so eine Scheiße, Mann. Dreck. Verpiss dich, Mann. Hör auf mich jedes Mal aufzuhalten, du Arschloch. Junge, druff da. Was ist das jetzt? Mach. Nein, du sollst. Alter. Haben wir's? Oh, Gott sei Dank. Ja, ich komme dann in den Credits nochmal. Das hatte ich schon aufgenommen. Also bis denn. Hilfe! Wer kommt zu eurer Rettung? Eure Sklaven? Die Aufseher, die euren Befehlen folgen? Erbärmlich! Was für ein Mann kämpft nicht für sich selbst? Warum? Ich habe schon oft aus Prinzip getötet. Doch noch nie wollte ich jemanden so leiden lassen, wie jetzt euch. Damit ihr versteht, wie es ist, um sein Leben zu betteln, wie all die Ertrunkenen.
Du meinst diese Sklaven? Das Schiff? Das sind noch nicht mal Menschen. Ohne Disziplin durch ihre Herren werden sie zu Rebellen. Zu Mördern. Wie du. Ich wünschte, so wäre es. Es ist aus. Er hat gelitten, dafür habe ich gesorgt. Kommst du, um Lebwohl zu sagen? Vorerst. Doch nicht, ohne dir das zu geben. Oh. Nach all der Zeit. Willst du es nicht? Hast du keine Angst, dass es in Templerhände fällt? Ich fürchte Schlimmeres. Kein Templerplan hält deinem Zorn stand. Du machst noch Witze? In so einem Moment? Nur um meinen Abschiedsschmerz zu mildern. Du kehrst zurück zu deinen Assassinenbrüdern und zu den Pflichten, die auf dich warten. Ich kehre zurück, ja. Doch ich spüre eine Umwälzung in mir. Ich bin nicht länger jung. Ich muss mich jenen widmen, die um ihre Freiheit ringen. Mein Glauben an das Credo wird mir helfen, sie zu schützen. Zusammen mit allen, die mir helfen. Niemand interessiert sich mehr dafür. Ich behalte es als Andenken. Und das war Assassin's Creed Freedom Cry, Schrei nach Freiheit. Ja, ein schönes, kurzes Spielchen. War ja eigentlich auch bloß ein DLC gewesen. Müsste jetzt, glaube ich, 5 Folgen lang gewesen sein. Was okay ist, wusste, es geht nicht lange. Und ich sag mal so, die Thematik mit dem Sklavenbefreien und alles, hatten wir eigentlich schon mal, glaube ich, bei Liberation war das mit unserer jungen Dame. Muss ich aber sagen, hier wesentlich besser umgesetzt. Hätte ich auch ganz gerne noch länger gespielt oder so. Es war halt relativ einfach, schnell erklärt. Wir haben halt die Maroons aufgebaut oder dafür gesorgt, dass die sich halt ab jetzt, bis zum jetzigen Zeitpunkt oder ab dem jetzigen Zeitpunkt dann auch selber wehren können und so eine Revolution mehr oder weniger starten. Und das war es eigentlich auch schon von der kurzen Story her. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das im LP gesagt hatte, von wegen, ich bin da zwischendurch davon ausgegangen, dass das seine Vorgeschichte ist, aber es passiert ja nach Edward Kenway, das hat man ja auch gehört eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob das in dem Part reingefallen ist, der halt weg ist, weil Bild eingefroren. Ton war alles normal, super gewesen, aber Bild eingefroren. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht wieder der Fall ist. Falls doch, kann ich eigentlich nur froh sein, dass es bei so ganz kurzen Projekt ist, passiert ist, was ich dann wahrscheinlich nochmal spielen muss und wo ich halt auch keinen Zeitdruck irgendwie habe, dass mir dann vielleicht Folgen oder sowas ausgehen, ist ja bloß das Dritte, was nebenbei so läuft. Aber nervig ist halt trotzdem. Ich hoffe, dass die Software das nicht wieder verkackt. Wenn, naja, werde das wahrscheinlich das komplette Spiel in einem Video gesehen haben, wo ich dann das halt bloß zusammengeschnitten habe und ich dann immer wieder erkläre, warum und blau und hast du nicht gesehen. Und ihr werdet es im eigentlichen LP dazu gar nicht erstmal mitgekriegt haben. Aber ja, weil dann muss ich halt wirklich irgendwas machen. Das Problem ist, ich hatte an dem Tag, wo ich die erste Aufnahme gemacht habe, einen Stromausfall. Und der Rechner lief da und hat halt gerendert. Ich hoffe nicht, dass es daran vielleicht liegt, dass da irgendwie vielleicht die Grafikkarte oder so ein Knacks weggekriegt hat. Wenn es so sein sollte, wäre es eigentlich fast gar nicht so schlimm, weil das ist immer noch die alte. Die neue habe ich dann Gott sei Dank noch nicht eingebaut. Also habe ich da sofort Ersatz da. Ich hoffe aber trotzdem, dass das, naja,
nicht das, was auf Dauer ist. Ne? Wird auf jeden Fall nervig. Juli, mehr würde ich hier auch gar nicht so sagen. Hat Spaß gemacht. Hätte ich auch ganz gerne eigentlich länger gemacht. Aber wir haben ja zumindest noch, glaube ich, drei oder zwei? Drei haben wir, glaube ich, von den alten Spielen noch, wo halt das Kampfsystem auch noch so ist, ein bisschen rumschnitzen und alles. Freue ich mich auch schon drauf, aber das kommt halt noch wesentlich später. Als nächstes dann erstmal Metal Gear wieder. Also, vielen Dank fürs Zusehen und ja, wir sehen uns dann bei irgendwas anderem wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Dosu masae, masakala dogwe, anasia dogwe, dokoli dogwe, agoe. Dokoli dogwe, agoe, masakala dogwe, anasia dogwe. Dosu masae. Agoe, marasa kala dukwe, anasia dukwe, agoe. De la hime de na pe bode, ou si la de kwe san bode o. Ou si la de kwe san bode o. De la hime de na pe bode, a goye. De bode o. De la hime de na pe bode. De la hime de na pe bode. De bode o. Criye bode o, de la ime de na pe bode, ou si la de gwe san bode o, ou si la de gwe san bode o, de la ime de na pe bode, voilà. Criye bode o. De la ime de na pe bode.
Ciencia, ça ou même qui vole l'em, ciencia même oui. Ciencia, ça ou même qui vole l'em, ciencia même oui. Ciencia même oui. Ciencia même oui. Ça ou abdim n'a pas été victime pour m'aller.
baguette, mettez baguette, frappez baguette, mettez baguette, Bali baguette, Bali baguette. Tambouillez pas maman, tambouillez pas papa, mettez baguette, Toto Jouen. Tambouillez pas maman, papa, tambouillez pas maman, mettez baguette, Toto Jouen. Tambouillez pas maman, tambouillez pas papa, mettez baguette, Toto Jouen. Tambouillez pas maman. Yo fais-moi un pas pour marrer chez moi. Yo fais-moi un pas pour marrer chez moi. Yo fais-moi un pas pour marrer chez moi. Nan limonade, limonade pas guenzo pour chien soucé. Yo fais-moi un pas pour marrer chez moi. Thank you.
Aleman le miso Katalaye. Yeah, Aleman le miso Batalai. Ogou se loi di fèlie, Verai se loi la gèlie, Ke aleman le miso, Ke aleman le miso. Batalai, Verai se loi di fèlie, Ogou se loi la gèlie, Ye aleman le miso, Ye aleman le miso, O batala. We'll be right back.
Marcher dans nuit tôt, pas gain chance. Marcher à de la sirène, mal arrivé moi.